Jagalu, das Musikmagazin, und bei mir sind jetzt Gäste aus Dortmund, im wunderschönen Dortmund, direkt neben Bochum, wo ich herkomme. Von daher erstmal Glück auf in die Heimat, Kings Tonic. Moin, moin. Wie ist es euch? Guten Montag. Ja, wir freuen uns hier zu sein. Berlin ist ja immer eine Reise wert, sagt man, und für uns eigentlich auch. Und dieses Mal ist es wieder total großartig, dass wir mit Kings Tonic hier sein durften. Zumal ihr habt ja irgendwie gestern und heute auf der IFA gerockt beim iCandy Living Room. Von da an der Stelle nochmal irgendwie schönen Dank und schöne Grüße an iCandy natürlich. Deutscher Punkrock, so wie es vom Feinsten ist, vom Schönsten, vom Rebelligsten kann man sagen. Euch gibt es jetzt seit 2003. Wie habt ihr euch denn damals zusammengefunden? So. Ja, das ist, wir waren mal Konkurrenten so zu Beginn der Zeit. Also Kings Tonic existierte schon, bevor ich dazugekommen bin. Und wir waren mal, das macht man ja so als junge Band, so ein Band-Battle irgendwie gegen andere Bands. Mittlerweile haben wir gecheckt, dass es viel besser ist, miteinander zu spielen als gegeneinander. Aber damals, wir waren sehr, sehr jung und wir brauchten sehr, sehr viel Geld. Jetzt brauchen wir nur noch das Geld halt. Ne? Genau. Genau. Und deswegen, nein, und dann waren wir in konkurrierenden Bands und denen sprang der Basser abhanden irgendwie. Und ich hatte damals noch Bass gespielt und wurde halt gefragt, kannst du nicht einspringen? Und dann waren wir beim selben Contest quasi, war ich in Doppelagentenrolle dabei. Ja, die Jungs haben gewonnen, haben gesagt, willst du nicht bei uns einsteigen? Der Sänger der anderen Band, wo ich vorher gespielt hatte, hat er gesagt, das war doch abgekatert, ich schmeiß dich sowieso raus. Und dann habe ich gesagt, dann tschüss und hallo Kings Tonic. Und das ist seit 13 Jahren jetzt bald meine Heimat. Ja? Also. Und schon immer so gewesen, zwei Akustikgitarren, zweimal Gesang, kein Schlagzeug, kein Bass, kein gar nichts? Oder wurde das hin und her umgestrickt? Bei uns wurde alles umgestrickt im Endeffekt. Also wir haben angefangen, da hatten wir sogar noch einen Keyboarder dabei und haben ganz klassischen, sagen wir mal, Rock gemacht, auf Englisch auch. Schmuse. Und Schmuserock, ja, und dann wurde der Keyboarder irgendwann rausgeschmissen, das fanden wir Keyboard nicht mehr so gut und dann haben wir auch den Schlagzeug rausgeschmissen und dann haben wir uns gegenseitig geändert, alle Konstellationen, erst dann von dem Bass auf die Gitarre, ich habe dann nicht nur Gesang, sondern auch Bass gespielt und ist auch ziemlich eine sehr lange und sehr uninteressante Geschichte, aber wir haben ziemlich viel Verschiedenes gemacht, wollte ich damit sagen. Haben dann eher so ein California Skatepunk-Style gemacht, à la Sum 41, Good Charlotte oder so die Ecke. Und ja, vor ein paar Jahren aus der Not geboren eigentlich, haben wir angefangen Akustik-Punkrock zu spielen, dadurch, dass die anderen beiden Jungs nicht immer so viel Zeit hatten. Und dann haben wir gesagt, wir wollen aber trotzdem die Shows spielen. Also sind wir zu zweit dann hingefahren zu den Shows und haben gemerkt, dass das sehr gut angekommen ist bei dem Publikum. Das war für uns sehr interessant zu sehen, wie die Reaktionen sind, weil wenn du akustisch spielst, ist es einfach sehr handgemacht, wirklich. Und die Leute, du kannst dich halt nicht verstecken hinter irgendwelchen Soundwänden oder irgendwas und die Leute... Also wenn du dich verspielst du dich halt. Das ist halt scheiße, aber das ist dann halt so. Und aber auch halt authentisch. Und das ist uns ganz wichtig. Und da können wir uns jetzt ganz gut verwirklichen in dieser Form. Wie viele Gigs spielt ihr so roundabout pro Jahr? Es sind meistens um die 50 Shows. Also kannst du sagen, in der Woche sind wir einmal unterwegs. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Ja, also wir wollen halt gerne unheimlich viel spielen, so viel wie es geht. Am liebsten möchtest du eigentlich jeden Tag eine Show spielen. Gut, dann gibt es auch Tage, da spielst du halt mehrere am Tag. Aber es ist immer ausbaufähig, weil wir haben einfach immer Bock zu rocken. So. Und wenn du irgendwie das Wochenende zu Hause verbringst und auf der Couch sitzt, viele sagen, das kann auch ganz schön sein, aber dann denke ich mir immer wieder, ey, eigentlich hast du was anderes vorgehabt. Also, nee, rocken ist besser als PlayStation zu zocken. Ja. Definitiv, definitiv. Woran liegt es denn bislang, dass halt noch nicht mehr Gigs da sind? Ist der Bekanntheitsgrad noch nicht so groß oder kurbelt ihr da zu wenig oder woran liegt's? Ach, ich glaube, das sind ganz viele Faktoren. Also es ist immer albern zu sagen, es liegt daran, an der bösen Musikindustrie oder sonst irgendwas. Aber Fakt ist, es gibt einfach in Deutschland unfassbar viele gute Bands und es gibt auf der Welt noch viel, viel mehr unfassbar gute Bands, wovon auch viele nach Deutschland kommen. Und es gibt auch viele Bands, die bereit sind, wirklich für gar kein Geld zu spielen oder drauf zu zahlen, um Shows zu spielen. Und das entspricht halt nicht unserer Philosophie, weil wir halt sagen, irgendwie, wenn Arbeit abgeliefert wird, sollte auch dafür was bezahlt werden in einem annehmbaren Umfang. Und dementsprechend ist es halt sehr schwierig zu sagen, wir wollen jeden Abend spielen, aber dann halt auch für eine Gage, die halt funktioniert, dass wir auch unsere Miete davon bezahlen können. Ja, wir müssen ja nicht reich werden, aber genau, das ist ja nicht nur so eine Sache, die wir nebenbei machen und wir gehen auch gerne mal auf die Bühne oder so, sondern das ist ja schon eher unser Beruf in der Form. Ne? Und apropos Welt, ihr seid auch schon durch die Welt gereist, so Moskau, Sibirien, Amerika, wo noch überall, wie seid ihr da hingekommen? Habt ihr euch da irgendwie ans Goethe-Institut gewandt und die haben euch rumgeschickt oder alles selbst organisiert? Ja, wir haben uns ans Goethe-Institut gewandt, aber ich habe leider nie eine Antwort vom Goethe-Institut gekriegt. Ich habe mich mehrmals ans Goethe-Institut, weil verschiedene Goethe-Instituten gewandt, wir haben leider nie eine Antwort gekriegt.
Nee, wir hatten eigentlich manchmal Glück, dass wir andere Leute hatten, die da schon Kontakte hatten. Und meistens haben wir das dann einfach selber aufgebaut, selber organisiert. Im Endeffekt, im wunderbaren Zeitalter von E-Mails, ist das egal, ob ich von Dortmund nach Berlin eine E-Mail schicke oder von Dortmund nach Peking im Endeffekt oder nach Los Angeles. Ja, und das waren immer gute Zeiten, gute Touren, immer sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwelche Benefits-Geschichten waren auch dabei? Was waren das für Sachen? Wenn es gute Zwecke gibt, die wir unterstützen können, wo wir auch hinterstehen, dann auf jeden Fall, dann sind wir immer dabei. Es hat sich zuletzt auch immer wieder so eine leichte Kultur eingeschlichen von Veranstaltern. Wir machen jetzt einen Benefits für, sagen wir mal, die und die Brauerei und dieses und dieses Open Air. Irgendwie hatten wir am Ende das Gefühl, manche Sachen sind auch nicht so richtig Benefits. Also den Veranstalter zu supporten, das macht manchmal absolut Sinn. Aber naja, man muss schon selektieren, was man dann eben macht. Und das ist halt für benachteiligte Kinder in Russland. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Das heißt Under the Flag of Goodness, Flag Dobra im Russischen. Und das machen wir seit einigen Jahren sehr, sehr intensiv. Und für uns ist es immer eine unheimlich gute, positive Erfahrung, darüber zu fahren. Wir sind da in verschiedenen Jugendcamps, wo halt so Jugendliche darauf geschult werden, mit behinderten, benachteiligten Kindern irgendwie umgehen zu können, die zu betreuen, die medizinisch zu betreuen, psychologisch zu betreuen. Und ja, und wir sind eben dabei und geben so zum Beispiel Workshops, einfach, dass sie ein bisschen Abwechslung haben, nicht immer nur den Stoff pauken müssen. Dann spielen wir halt auch ein Konzert und riesengroße, glückliche Sache, die wir da, an der wir teilhaben dürfen. Also uns macht das, gibt es eine Menge. Wie seid ihr an dieses Projekt gekommen? Wir waren 2007 mal zufälligerweise in Sotschi eingeladen, als diese Olympia-Vergabe damals gewesen ist. Und das kam so gut an irgendwie, dass die Veranstalter dann auf uns zukamen und uns direkt wieder gebucht hatten fürs nächste Jahr. Ja, und wenn du da spielst, bekommen das andere Leute auch wieder mit, die dann sagen, finden wir super, die Jungs irgendwie, haben wir Bock, die mal einzuladen. Und so entwickelt sich ja in der Zeit immer so ein Netzwerk. Und irgendwann ja, hast du halt immer wieder zum Glück Veranstalter, die auf dich wieder zukommen und sagen, nächstes Jahr habt ihr nicht wieder Bock dabei zu sein. Und ja, so ist es ja in Berlin auch hier mit IFA und iCandy. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier gewesen. Das sind halt einfach Kontakte, die sich im Laufe der Jahre intensivieren, festigen und dann ist man einfach so Stammgast. Sehr gut, sehr gut. Und ihr habt jetzt ganz aktuell ein neues Album fertiggestrickt. Das vierte, sechste, glaube ich, ne? Fünfte, sechste? Ich habe ganz genau mitgezählt, aber ich glaube, es ist die sechste Platte, die wir jetzt gemacht haben. So viel. Wir haben ja ein paar EPs gemacht und dies und das und was weiß ich, aber es ist jetzt das erste Album wirklich in dem neuen Style mit dem Akustik-Punk-Rock-Stil, wo wir überwiegend deutsche Texte auch drauf haben. Es gibt zwei Songs auf Englisch, der Rest ist auf Deutsch. Und ja, die Single ist gerade draußen, vor ein paar Wochen digital erhältlich und anzuhören. Und das Album kommt dann Anfang nächsten Jahres. Wird wie heißen? Das Album wird Tanz mit mir heißen und wir gucken mal, ob das funktioniert. Tanzt ihr denn selber gerne? Ab 2 Promille grandios, wirklich. Den Rest des Tages mittelmäßig, aber immer gerne und mit viel Leidenschaft. Wie ist eure Arbeitsteilung? Gibt es irgendwie jemanden, der federführend ist oder macht er wirklich alles zusammen? Ich sitze meistens auf dem Stuhl beim Konzert und der Sven läuft rum. Das ist, ich meine beim Songwriting jetzt. Da sieht es genauso aus. Nee, es gibt da, es ist Unterschied, es hängt wirklich vom Song ab. Also manchmal habe ich eine Idee und er verbessert mich dann da auch, verschlimmbessert es vielleicht manchmal auch und umgekehrt. Obwohl es mittlerweile eigentlich schon so ist, dass wir eigentlich hauptsächlich, einer schreibt den Song und der andere guckt nochmal, wie es funktioniert. Aber eigentlich hilft das auch den Songs, so eine gewisse Variablen, was will ich sagen? Keine Ahnung. Verschiedene Nuancen zu bringen, dass es nicht alles gleich klingt, sondern man schon merkt, okay, den Song hat eher der Sven geschrieben, den Song hat eher der James geschrieben, dass man schon so seine eigene Note mehr einbringen kann als Individuum auch in diesem Fall. Wer ist denn der größere BVB-Fan und wer hat den Bayern-Song geschrieben? Der Bayern-Song, der ist von Toten Hosen, Ups. Den meinst, ja. den wir gestern auf der IFA präsentieren durften. Ansonsten, wir sind beides riesengroße Fußballfans, BVB-Fans. Ich habe es mit der Muttermilch aufgesogen, eher genauso. Also da tun wir uns wenig, irgendwie was das Fantum angeht. Und unsere großen Songs, die schreiben wir meistens wirklich aus der Bierlaune teilweise auch zusammen. Oder eben, ja, einer hat gerade so den total goldenen Moment, wo er den goldenen Ball auf sich zufliegen sieht und dann muss ich das jetzt Ton und ja, also der Verein für uns ist wirklich, es bedeutet viel. Also gerade mit Berlin hat man natürlich wegen der Pokalfinals auch viele Erinnerungen, die hier prägend sind. Wir haben vor 3 Jahren auf der Waldbühne gespielt, wo wir das Double geholt haben. Für uns war das mega. Also beim Public Viewing für den eigenen Verein da auftreten zu dürfen. Und uns verbindet viel mit dem Verein.
sowohl Höhen als auch Tiefen. Und deswegen, das schweißt halt genauso wie so eine Band zusammen. So, das ist halt, naja, Phantom ist halt auch wie Familie. Mit Kloppy hattet auch irgendwie was gedeichselt? Ja, wir hatten halt 2012 den Song, wir hatten einen Song, der hieß Monarchie des Rock, und das ist nämlich genau so eine Bierlaune gewesen. Da saßen wir mit einem Kumpel in der Kneipe und der meinte, voll lustig, mach doch mal Monarchie des Klopp daraus. Und ich dachte mir, wie bekloppt ist das wirklich, was für ein Schwachsinn, ja? Aber haben wir dann gemacht, und dann wurde das der erfolgreichste BVB-Song des Jahres, überraschenderweise. Wurde auf dem, so einige in dem Jahr. Ja, kam dann auf diesen Sampler auch drauf, und wir durften halt dann auch irgendwie auf der BVB-Weihnachtsfeier auftreten und solche Sachen. Und das ist dann wieder ganz toll als Fan natürlich, wenn du dann das wirklich verbinden kannst, die Musik mit dem Fantum des Vereins. Ja. Gut, ich würde sagen, genug gequatscht. Hat mich schon wieder geoutet als Nicht-Toten-Hosen-Kenner hier, aber egal. Jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören, mal. Kings Tonic, reinhören.